Welche Ziele verfolgt Putin mit seinen Kontakten zu europäischen Rechten? Ich glaube, dass Russland eine ganz zentrale Rolle spielt. Die rechten Strömungen und Parteien in Europa arbeiten ja bereits zusammen. Ich würde ein Bild gebrauchen, es ist so etwas wie ein Magnet und es gibt Metallsplitter und sie orientieren sich alle auf diesen Magnet. Und Putin ist natürlich der Mann, der in der Vorstellung der Rechten es den anderen zeigt. Und es ist eine ganz merkwürdige Umkehrung eigentlich. Es gab ja in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so etwas wie eine internationale, eine kommunistische internationale. Ich glaube, dass es jetzt so etwas wie eine rechte internationale gibt. Wobei ich allerdings sagen möchte, Russlands Putin ist nicht festgelegt auf die Rechte. Er benutzt die inneren Widersprüche innerhalb der Europäischen Union, aber auch zwischen Europa und Nordamerika, um seine Interessen durchzusetzen. Also Destabilisierung und dafür zu sorgen, dass Europa nicht zusammenbleibt. Und das ist eine sehr gefährliche Situation. Hat Putins Konfrontationskurs Aussichten auf Erfolg? Ich glaube, er ist ein Virtuose im Choreografieren von Konflikten, im Gegeneinander ausspielen von rivalisierenden Parteien oder Staaten. Und ich glaube, dass man in Europa noch nicht ganz verstanden hat, dass man sich gegen diesen Kurs des Auseinanderdividierens aufstellen und sich stark machen muss. Könnte verstärkter Druck, wie zum Beispiel schärfere Sanktionen, tatsächlich einen Kurswechsel der russischen Außenpolitik bewirken? Ich glaube, dass die Wirkung von Sanktionen begrenzt ist. Und es geht, glaube ich, gar nicht so sehr um Verschärfung, sondern Aufrechterhaltung, weil die Europäer sind sich zum Teil ja uneinig, ob man das überhaupt fortsetzen soll. Man muss sich vor allem in der ideologischen und theoretischen Auseinandersetzung mit Putins Russland muss man sich etwas Neues einfallen lassen. Ist eine friedenssichernde Sicherheitsarchitektur in Europa und in Russland überhaupt denkbar? Nein, natürlich muss man mit einem Land, das das größte Land der Welt ist und das nach wie vor eine bedeutende militärische Macht ist, muss man sich auseinandersetzen und das ist ja auch der Fall. Ich glaube, es geht auf der Seite des Westens wesentlich um etwas anderes, nämlich nicht nur über große Pläne und Sicherheitsarchitekturen nachzudenken, sondern wach zu sein für mögliche Bedrohungen. Und das heißt, dafür zu sorgen, dass Europa im Falle der Aggression sich auch verteidigen kann. Die Europäer in Ost- und Zentraleuropa schauen zunehmend in Richtung Russland. Was ist der Grund dafür? Es gibt nicht nur Faszination, sondern es gibt auch Angst. Deswegen guckt man dahin. So ist es jedenfalls in den baltischen Republiken, so ist es in der Ukraine. Es gibt auch eine Faszination für den starken Mann. Wenn man guckt in die Zukunft, ich glaube, man sieht doch wesentlich die Entwicklung am westlichen Vorbild orientiert. Und es gibt natürlich ökonomisch verführerische Projekte, beispielsweise das finanzielle Engagement Russlands in Ungarn, in Bulgarien oder in Makedonien. EU oder Putin und Erdogan? Wer bekommt den Westbalkan? Ich hoffe ja nicht, dass es noch einmal dazu kommt, dass der Balkan sozusagen zum Pulverfass wird, wie vor mehr als 100 Jahren. Aber eine Prognose würde ich nicht wagen. Es wird turbulent zugehen, auf jeden Fall. Man war nicht auf 1989 gefasst, man war nicht auf 11. September 2001, man war nicht auf Lehman Brothers in 2008. Und ich glaube, wir wissen auch nicht, was im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr sein wird. Meine Devise wäre, hellwach zu sein, Gegenwartsbewusstsein, geistesgegenwärtig zu sein und in gewisser Weise aufzuwachen aus dem Traum, den man nach 1989 haben konnte, nämlich dass alles sich in Wohlgefallen auflöst, auf ein Happy End zu warten. Die Welt sieht aber nicht nach einem Happy End aus, sondern es wird sehr, sehr schwierig werden.